Wir setzen in der Tagesordnung jetzt fort und kommen jetzt zu der zweite Punkt, beinhaltet den Kultursommer in Dresden 2021. Wir steigen in die gemeinsame Behandlung ein, in denen ich die Fraktionsrunde aufrufen darf. Es würde diesmal die SPD beginnen in der Fraktionsrunde. Danach wäre die FDP an der Reihe. Und deswegen Frage SPD. Herr Kaniewski verzichtet. Dann FDP, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Vorlage, die wir bereits in der letzten Stadtratssitzung ja sehr intensiv diskutiert haben, geht es um einen wichtigen Teil zur Rettung des städtisch-gesellschaftlichen und kulturellen Lebens unserer Stadt. Als Teil vieler Maßnahmen, die wir ja heute hoffentlich noch beschließen bzw. schon beschlossen haben, ist der sogenannte Corona-Bewältigungsfonds, den wir in den Haushaltsverhandlungen verankert haben, mit insgesamt 555.000 Euro zur Förderung von Veranstaltungen, eine wichtige Säule. Die Fortsetzung, die Ausstattung der Großveranstaltungsförderung ist eine von vielen Initiativen, mit der wir die Rückkehr zur Normalität für Einwohner und Unternehmer in Dresden beitragen wollen. Wir wollen damit, dafür sorgen, damit Traditionsevents gerettet werden, bedeutende publikumsstarke, etablierte und infolge der Corona-Krise abgesagte oder nur in reduzierter Form realisierte Großveranstaltungen benötigen dringend einen Neustart oder eine Weiterentwicklung. Großveranstaltungen wie das Dixieland-Festival, das Elbhangfest, das Johannstädter Elbefest, das Kurzfilm Open Air, St. Pieschen, der Palais-Sommer, viele weitere mehr unterstützt dieser Fonds, damit sie wieder durchgeführt werden können und die Innenstadt beleben. Auch wenn wir nun mit begründeter Hoffnung das Ende der Pandemie erwarten, steht die Stadt vor völlig neuen Herausforderungen, um die Folgen der Krise bestmöglich abzuwenden. Dieser Fonds ist ein Teil der Lösung. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal daran erinnern, dass insbesondere aus dem Bereich Kultur der Verwaltung, kein Glanzstück der Verwaltung abgeliefert wurde. Und bin sehr froh darüber, dass wir uns fraktionsübergreifend in weiteren Diskussionen jetzt auf diese Variante einigen konnten, mit denen wir sehr gut leben können. Und ich denke, von denen die Veranstalter, die Schaffenden und die Menschen, die die Stadtgesellschaft auch immer wieder prägen und uns alle erfreuen, wieder zumindest einen Hoffnungsschimmer am Ende des langen Corona-Tunnels sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Maloney. Nächste Fraktion, die Dissidenten, sind gerade emigriert. Dann Freie Wähler. Kein Bedarf. CDU-Fraktion. Bündnis 90 Grüne, Frau Filius-Jähne, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja auch so ein bisschen den Auftrag, das für alle zusammen hier zusammenzufassen und nochmal einzubringen, was ja in diese dann ersetzte Beschlussvorlage geflossen ist. Wir haben uns fraktionsübergreifend, die haushaltstragenden Fraktionen, ja darauf geeinigt, dass, ich sage mal, diese vermeintliche Gegensatz zwischen Großveranstaltungen, Eventkultur und kleinen Kulturprojekten aufgelöst wurde, indem wir ja die Gesamtsumme, die hier zur Verfügung steht, erhöht haben und tatsächlich 555.000 Euro dann in die Großveranstaltungen gepackt werden, aber gleichzeitig, und das war ja auch ganz wichtig, und wenn man das mal genau lesen würde, was da alles drin steht, dann würde man ja auch erkennen, wie wichtig das ist, analog zum Vorschlag der Verwaltung, eben diese Sommerbespielung, die wir jetzt ja gleich in dem anderen in der anderen Vorlage vom Kultursommer haben,
die dort Niederschlag gefunden hat, nämlich diese Aufstockung für die Projektförderung zweites Halbjahr und vom Kleinprojektefonds sowie dieses wirklich herausragende Vorhaben Schaufenster Kunst und Kultur, zu dem ich gleich noch was sagen will, die dienten ja genau dazu, diese Sommerbespielung auch auf dieser Basis zu ermöglichen. Und gleichzeitig, und das kann man ja schon, oder da hat ja die Kulturverwaltung auch schon entsprechend Presse gemacht, ist es ja gelungen, durch die Bereitstellung der Gelder oder die in Aussichtstellung der Bereitstellung schon Fördermittel bei der Bundeskulturstiftung in Höhe von 500.000 Euro zu akquirieren, die dann unmittelbar hier auch der Kultur- und der Sommerbespielung zugutekommen. Was haben wir geändert? Wir haben die Laufzeit bis Ende 2022 geändert und da deshalb auch gestaffelte Antragsfristen geschaffen, damit man über die gesamte Laufzeit hinweg immer wieder Anträge stellen kann. Ich stelle jetzt tatsächlich auch noch einen Änderungsantrag, der auch abgesprochen ist mit allen beteiligten Fraktionen, da der früheste Veröffentlichungstermin für die Anträge der 17.06. ist, weil es muss im Amtsblatt veröffentlicht werden und so weiter, kann der erste Antragsschluss nur der 25.06. sein. Also diese Änderung müssten wir gemeinsam noch beschließen. Alle anderen Termine bleiben da, wo sie waren. Also das war eine Änderung, also müsste noch geändert werden. Und wir haben zusätzlich auch ermöglicht, dass eben diese Zusatzaufwendungen, die man für Hygienekonzepte und so weiter hat, dass auch die in die Förderanträge mit einfließen können und eben entsprechend bedacht werden. Aus meiner Sicht haben wir jetzt eben diesen vermeintlichen Gegensatz zwischen Event- und Kulturveranstaltungen aufgelöst und lassen unsere Stadt nach langer Corona-Pause kulturell wieder richtig aufblühen. Mit diesem Kultursommer zeigen wir unser ganzes breites Spektrum als Kulturstadt, von der Komödie im Schloss Übigau, über das HSKD, Staatsoperette, TJG, Junge Garde, Fête de la Musique, Kino, Karaoke, Theaterkan, Schaubudensommer, Palais-Sommer, Filmnächte, Hellerau und. Und ganz wichtig ist mir auch diese Aktion Schaufenster Kunst und Kultur, weil wir hatten ja heute schon eine Aktuelle Stunde zum Thema Innenstadtbelebung. Und ich denke, dieser Ansatz, dass wir leerstehende Geschäfte einfach auch mit Kultur unmittelbar bespielen können, diese Idee sollte nicht befristet auf den Kultursommer sein, sondern Teil einer zukünftigen Konzeption der Belebung, die wir ja entwickeln lassen wollen. Und im Sommer können wir jetzt schon mal schauen, wie diese Medizin wirkt. Ich halte sie jedenfalls für ein wichtiges und probates Mittel und hoffe, dass jetzt alle so einmütig wie in den Ausschüssen dem Vorschlag zustimmen und bedanke mich für die nicht wirklich große Aufmerksamkeit, die ich jetzt gerade erfahren habe. Vielen Dank, Frau Filios-Jene. Nächste Fraktion, AfD-Fraktion. Kein Bedarf. Fraktion Die Linke, Frau Appel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Außenstehende können schwer nachvollziehen, was jetzt in der letzten Sitzung abgestimmt wurde und was in der heutigen Sitzung sozusagen erneut abgestimmt werden. Deswegen ganz kurz. Wir hatten in der letzten Sitzung einen Corona-Bewältigungsfonds Kultur und Tourismus und er war auf verschiedene Bereiche aufgeteilt. 200.000 Euro für Großveranstaltungen. Das wurde als falsch angesehen von einem ganzen Teil des Stadtrates und deswegen wurde es abgelehnt, weil, so auch die Begründung in der Öffentlichkeit von Herrn Zastrow, 295.000 Euro an andere ging, nicht an die Großveranstalter. Also an Wir gestalten Dresden, diese Schaufenster, Projektförderung, Kleinprojektförderung und Corona-Matching-Fonds.
Die Begründung war, die Kulturbürgermeisterin würde ihre Kumpels begünstigen. Wer genau geguckt hat, bereits zu diesem Zeitpunkt gab es im System die Sommerbespielung. Und diese Sommerbespielung sollte mit dieser Finanzierung, die wir da eigentlich beschließen wollten, durchgeführt werden. Und bei dieser Sommerbespielung steht zum Beispiel Komödie Dresden, Kammerspiele, steht Stadtfest Dresden, Schaufenster Kunst und Kultur, Junge Garde, Theater Kahn, Dresdner Friedrichstadtpalast und so weiter. Das sind viele Anbieter privater Kultureinrichtungen. Ein Teil wird auch durchaus von der Stadt gefördert. Es sind noch viele weitere, aber man konnte bereits lesen, okay, die alle sollen davon einen Nutzen haben. So war die Bestürzung ziemlich groß, als das hier im Stadtrat abgelehnt wurde. Und es wurde sich vernünftigerweise zusammengesetzt, um dem abzuhelfen. Und jetzt werden die Großveranstaltungen 555.000 Euro erhalten und die anderen nach wie vor gemeinsam 295.000. Wobei, Gott sei Dank, ist der Bund hier nochmal eingesprungen, weitere 500.000, Frau Fios-Jene hat es schon gesagt, vom Bund ausgeschrieben werden für Künstlerinnen und Ensembles, die sich mit ihrem konkreten Programm bewerben können. Insgesamt ist es eine gute Nachricht für die kommunale, für die institutionell geförderte und für die privaten Träger der Kultur in Dresden. Es ist auch ein guter Grund für Menschen, hier nach Dresden zu kommen und diese vielfältigen Angebote, die es im Sommer und auch im Herbst noch geben wird, zu nutzen. Aber ich finde schon, dass wir uns das letztes Mal hätten sparen können, hätten wir vorher eine gute Begründung gehabt für die Ablehnung und hätten vorher diskutiert und wir hätten sozusagen nicht so auf den letzten Drücker agiert. Denn ich glaube, morgen wird es schon veröffentlicht werden müssen, um auch entsprechend die Zeiten noch einzuhalten, was die Bespielung und diese Vorhaben, die kulturellen, jetzt betrifft. Ich bin froh, dass wir die Einigung erzielt haben. Vielen Dank an Frau Fios-Jene, die das alles zusammengetragen hat und da energisch dabei war, diese Änderungen hier zusammenzufassen und dass das heute so vorliegt. Stimmen wir endlich diesem Antrag zu, und zwar beiden, der Sommerbespielung als auch dem Corona-Bewältigungsfonds Kultur. Das ist 8 und 23. Vielen Dank, Frau Appel. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir kommen damit ins Abstimmungsverfahren. Frau Fios-Jene hatte den Änderungsantrag zum federführenden Ausschussbericht gestellt. Das Antragsdatum für die Erstanträge hier auf den 25.06. zu setzen. Darf Sie zunächst um das Handzeichen bitten, wenn Sie diesem Änderungsantrag zustimmen. Das ist eine klare Mehrheit. Dann bitte ich Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem so geänderten federführenden Ausschussbericht Ihre Zustimmung erteilen. Und bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Es ist bei 44 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 14 Enthaltungen so bestätigt. Das war der erste Teil der Abstimmung, den Tagesordnungspunkt 8 betreffend. Nun kommt die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 23. Darf Sie hier um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem Bericht des federführenden Ausschusses Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 56 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 2 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Damit haben wir auch den Tagesordnungspunkt 23 erledigt. Den Tagesordnungspunkt 9 hatten wir vorhin.